Moin, moin und herzlich willkommen auf der Kreskeras. Ich möchte euch heute mitnehmen in den RC-Rennsport und zwar baue ich meinen eigenen Rennstall auf. Ich stelle euch mal so ein paar Sachen vor, die man im Einstiegsbereich beachten möchte, wo man fahren kann, was für Setups ich benutze. Lass uns darüber mal reden. Und damit herzlich willkommen im Aufbauvideo zu meiner Kreskeras Rennstall-Serie. Ich werde hier mehrere Videos machen. Das ist das erste Video, in dem ich mit euch besprechen möchte, was kann ich überhaupt fahren, wo kann ich fahren, was muss ich beachten in den verschiedenen Serien und welches Setup werde ich fahren. Das ist das erste Video, da werde ich vorstellen, womit ich an den Start gehen möchte dieses Jahr. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch auch was dabei. Ich werde auf jeden Fall zu allen Produkten auch nochmal Links unten reinsetzen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die immer unten reinschreiben. Ich starte jetzt erstmal. Also, hier geht es wirklich nur um Rookie-Einsteiger-Serien. Was gibt es und wo kann man fahren? Um an einer RC-Serie teilzunehmen, empfiehlt es sich natürlich, eine Rennstrecke von einem Verein in seiner Umgebung zu haben. Da weiß ich nicht genau, wo ihr herkommt. Ich habe hier in Berlin verschiedene Rennstrecken, das ist ziemlich gut. Ich kann also ein bisschen ausweilen, habe ein paar mehr Möglichkeiten, wo ich fahren möchte. Es gibt auch Serien, die auf verschiedenen Strecken unterwegs sind. Aber da müsst ihr mal gucken. Also um Glattbahn zu fahren, braucht ihr natürlich eine Glattbahnstrecke. Wenn ihr Offroad fahren wollt, womit ich mich jetzt erstmal nicht beschäftige, braucht ihr natürlich eine Offroad-Strecke in eurer Nähe. Das ist so die mindeste Voraussetzung. Bei mir stellte sich jetzt die Frage, wo möchte ich fahren? Und da werden mir hier in Berlin natürlich viele verschiedene Sachen angeboten. Wenn ich lokal fahren möchte, bietet sich auf jeden Fall die BTM, die Berlin Touring Masters an. Das ist eine Rennserie, die in 8 Läufen stattfindet. Ich glaube, auf 4 verschiedenen Strecken über das gesamte Jahr verteilt. Jetzt ab April, Mai geht das sozusagen los. Ab April geht's los. Ich habe Ende April mein erstes Rennen und bin schon so ein bisschen aufgeregt. Dann gibt es noch Serien, die sind deutschlandweit verteilt. Da gibt es natürlich auch europaweit verteilt, kann man schon sagen, den ganz klassischen Tamiya Eurocup, der in verschiedenen Klassen auf verschiedenen Bereichen stattfindet. Den gibt es von ganz klein, falls ihr unter 14 seid, werde ich ein bisschen was zu erzählen. Oder für Einsteiger ganz normal in jeder Altersklasse Rennserien. Die Rennserie, die für die Rookies, die in der Tamiya Eurocup-Serie stattfindet, ist die Stock. Dann gibt es noch weiterführende Serien, aber die Stock ist die, mit der ich mich am meisten befassen möchte in diesem Video. Der RC-Shop, RC Kleinkram, hat eine Serie am Start. Sie nennt sich RCK Kleinserie. Es ist eine Serie, die in verschiedenen Standorten Nord, Süd, West, Ost aufgeteilt ist, wobei sie leider hier in Berlin nicht vertreten ist. Dort ist die Einstiegsklasse, würde ich mal sagen, sowas wie der Porsche Cup. Dort wird fast standardmäßig gefahren. Das heißt, ihr habt Einsteigermodelle vom TT01 und ähnliches. Alles Porsche bezogen. Das heißt, es sind Karosserien wie GT1, GT2 und GT3. Ist ein bisschen auch nostalgisch mittlerweile, weil so ein paar Modelle etwas älter sind. Das wäre aber so in der RCK Kleinserie eine Einsteigerserie. Und der RC-Shop Tony Sports hat auch eine Serie, die TOS, Tony Sport Onroad-Serie. Dort gibt es eine Einsteigerklasse, die, finde ich, schon ziemlich schnell ist, aber sie ist, was das Material, womit ihr fahren könnt, ziemlich einfach, denn es ist vorgegeben, welches Chassis ihr fahrt, welche Karosserie ihr fahrt, welche Reifen ihr fahrt, welchen Motor und welchen Regler ihr fahrt und welches Tuning genutzt werden darf. Das ist alles. Wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr dort mitfahren. Ich bin mal ganz gespannt, werde sie mir dieses Jahr angucken. Ich fahre da aber nicht mit, weil ich ja dann natürlich ein extra Chassis nur für diese Rennserie haben müsste. Das sind jetzt so die 4 Serien, die mich hier in Berlin oder allgemein Deutschland betreffen. Es gibt bestimmt noch an einigen lokalen Vereinen bei euch auch Rennserien, wo ihr mal vorbeigucken könnt. Fragt nach, was es da für Rennklassen gibt. Fangen wir mal mit dem kleinsten Einsteiger-Cup an, dem Fighter Kids Club. Eine Serie, in der nur unter 16-Jährige fahren dürfen. 1:10. Und zwar wird dort mit Buggys gefahren. Das DT03 Einstiegschassis. Ein Buggy, den es ziemlich günstig gibt, für unter 100 Euro. Dann braucht ihr auf jeden Fall, ihr holt euch eine günstige, gute Fernbedienung. Ich finde gerade aktuell ganz angesagt, die Carson Reflex Wheel Start Fernbedienung kostet so um die 30 Euro. Ich finde sie handlich, gut, sie ist schnell, optimales Gerät. Ihr dürft in der Tamiya-Serie natürlich nur Tamiya und Carson-Produkte fahren, also einen Carson-Akku. Holt euch am besten 2, 3, müssen Carson-Akkus sein. Das Originalreglement findet ihr auf jeden Fall auf der Tamiya Eurocup-Seite. Auf jeden Fall Akkus. Ihr braucht noch ein Servo
und natürlich ein Ladegerät. Wenn ihr das alles habt, könnt ihr als Tuning noch etwas verbauen. Ich empfehle euch auf jeden Fall Kugellager, die ihr reinsetzen könnt. Natürlich auch von Carson. Wenn ihr das als Starter-Set habt, könnt ihr bei so einem Cup mitfahren. Ihr müsst unter 16 Jahre sein. Guckt einfach mal, was es für Serien gibt, ob die bei euch ausgetragen werden. Auch auf der Seite vom Tamiya Euro Cup findet ihr, welche Termine an welchen Standorten ausgetragen werden. Vielleicht fahrt ihr mal vorher zum Verein hin, macht so ein paar Proberunden. Ansonsten ist das, glaube ich, ein sehr schöner, günstiger Einstieg. Vielleicht auch, wenn ihr schon ein bisschen länger fahrt und ihr habt einen Enkel oder einen Sohn, der mal fahren möchte, ist das eine ganz tolle Serie. Das ganze Setup gibt es auf jeden Fall für unter 200 Euro. Damit seid ihr gut drauf. Und jetzt kommen wir mal zu den Klassen, in denen ich fahren möchte. Ich möchte dieses Jahr im Tamiya Cup mitfahren. Das erste Rennen habe ich leider verpasst. Wir haben gerade ein Baby am Start. Da ist die Zeit nicht mehr so ganz locker. Auf jeden Fall, ich werde beim zweiten Rennen dabei sein. Ich werde in der Rookie starten. Das heißt, ich fahre mit einem, hier habe ich mir geholt, TT02. Hier jetzt mit einer Raikiri GT-Karosserie. Den Wagen so gibt es nicht. Das Set gab es aber recht günstig. Ich glaube, ich habe es so für 110 Euro gekriegt. Link dazu findet ihr auf jeden Fall auch nochmal unten drin. Diese Klasse werde ich ziemlich günstig fahren. Das ist auf jeden Fall das Chassis, das ich fahren möchte mit der Karosserie. Dazu sind vorgeschrieben Carson Akkus, jetzt in diesem Fall in der Stockklasse Niem Akkus, also schon die etwas älteren. Hier habe ich jetzt nochmal einen, ich werde mir nochmal zwei neue holen. Die haben den Tamiya Stecker, denn der ist in dem Set ja für den Fahrtenregler. Das heißt auch der Fahrtenregler, der hier drin verbaut ist, darf gefahren werden. Ich darf fast jeden Reifen fahren, der von Tamiya in den verschiedenen Klassen angeboten wird. Und so ein bisschen Tuning. Als Tuning habe ich mir noch das Carson Tuning Set für das TT02 gekauft. Es ist noch nicht angekommen. Was dort aber drin sind, sind Ölstoßdämpfer, Kugellager von Carson Tamiya und ein Sportgetriebe. Was ich davon aber nur verbauen darf, sind die Kugellager. Und zwei der Öldruckstoßdämpfer darf ich im vorderen Bereich verbauen. Dann gibt es noch ein, zwei Sachen, die man sich da zuholen kann. Da muss ich mal gucken, ob die sinnvoll sind. Ich werde das Ganze noch, braucht ihr nicht, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Aber ich habe mir einen Carson Servo dazu geholt. Und weil der Chef gerade von RCK sie getestet hat, Carson Reflex Wheel Starter Steuerung. Eine ziemlich kleine Steuerung, die aber ziemlich akkurat sein soll. Also ich freue mich drauf. Recht günstig, finde ich ganz interessant. Als Schnelllader, ihr braucht auf jeden Fall für so einen Renntag 2 bis 3 Akkus und ein Ladegerät. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Standardladegerät, auch von Carson mit dem Tamiya-Anschluss. Da gibt es verschiedene, da seid ihr nicht gebunden. Da könnt ihr auch mehr Geld ausgeben für ein schnelleres, größeres Ladegerät. Damit werde ich aber hinkommen. Das heißt, das plus Kugellager-Tuning-Set werde ich in der Tamiya Eurocup-Serie fahren. Ich bin ganz gespannt. Zu diesen ganzen Materialien wird es auf jeden Fall noch ein Aufbauvideo geben, dann natürlich ein bisschen Training und ich werde natürlich euch mitnehmen dann zu dem Rennen. Jetzt kommen wir aber mal zum etwas spannenderen Thema. Die BTM, Berlin Touring Masters, denn dort kann ich mehrere Rennen mitfahren. Der Tamiya Cup kommt dieses Jahr noch einmal nach Berlin. Ich möchte aber ein bisschen mehr fahren. Also habe ich mir nach dem Reglement, was aktuell erlaubt ist, einiges zusammengesucht. Das stelle ich euch jetzt vor. Wir fangen mal mit dem interessantesten wahrscheinlich an. Ich habe mir geholt, gebraucht von eBay Kleinanzeigen, ein TA05 Version 2R Chassis. Ist ein Riemenantrieb, ein ziemlich cooles Stück. Ich kann es mir rausholen. Was bei dem Set cool war, ich habe jede Menge Ersatzteile gekriegt und ein sehr schön aufgebautes. Das brauchen wir nicht. Sehr schön aufgebautes Chassis. Das heißt, dieses Chassis ist für die Klasse zugelassen. Letztes Jahr hieß es noch, es muss ein Plastikwannenchassis sein. Aktuell wird es wieder geändert. Das heißt, jedes Touring-Car-Chassis ist erlaubt. Bei dieser Version, die jetzt schon etwas älter ist, ich glaube 12 Jahre alt, ich glaube, da tut sich aber nicht viel. Ich werde auf jeden Fall in der Klasse, was das Chassis angeht, ganz gut mit aufgebaut sein. Es wird natürlich auch teurere Chassis geben, gerade wenn junge Kiddies die Fahrzeuge ihrer Eltern fahren. Ich glaube, darum haben sie es auch so offen gehalten. Aber das ist ein schönes Chassis. Am Tuning ist natürlich, ich habe Öldruckstoßdämpfer vorne und hinten, die man mit verschiedenen Ölen füllen kann. Natürlich überall Kugellager verbaut. Ich kann die Lenkgestänge und den Sturz vorne und hinten einstellen. Ich habe noch so ein paar Ersatzteile hier. Das ist sozusagen das Chassis, das ich fahren möchte. Dazu habe ich mir ausgesucht als Sender die Sanwa MX6.
mit dem empfassenden Empfänger. Eine Steuerung, die schon nicht mehr im Einsteigersegment sind. Neu wird sie so um die 90 Euro kosten. Ich habe sie auch gebraucht für 40 gekriegt. 4 AA-Batterien kommen unten rein, was ich ganz gut finde. Nicht zu viele. Nicht zu viele. Sie ist sehr gut im Anschlag. Gas und Bremse ist sehr gut zu steuern. Ich kann natürlich alles trimmen, was ich möchte. Geht bei der Casio natürlich auch. Aber hier habe ich schon ein bisschen was Solideres in der Hand. Das werde ich fahren. Als Ladegerät habe ich mir geholt, auch gebraucht. Ich nur mal so kurz. Ich wollte ein Rennstall-Set aufbauen, was unter 400 Euro kostet. Dafür habe ich so ein paar andere Fahrzeuge von mir verkauft, um dieses Set zu haben. 400 Euro habe ich mir gesetzt. Das habe ich auch, ich bin drunter geblieben, ausgegeben. Also ganz cool. Ich habe mich so ein bisschen beraten lassen. Ein sehr gutes Ladegerät, was Schnellladung angeht, womit ich auch 2 Akkus gleichzeitig laden kann. Was von NIM-Akkus bis aber LiPo ganz normal hochfahren kann, ist das ISDT-D2-Ladegerät. Kostet neu so um die 160 Euro. Ich habe es, glaube ich, für 70 gekriegt. Folie ist noch drauf mit Originalverpackung allem dazu. Einige Stecker auch dabei, um die Akkus zu laden. Fand ich sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Beim Thema Akku kann man ja ziemlich viel ausgeben. Ich habe mir jetzt erstmal einen günstigeren geholt. 5200 mAh Ladestrom. Ich habe 7,4 Volt. Es ist ein LiPo S2 Akku. Den kann ich hier drin fahren. Davon habe ich 2 Stück. Wenn ihr mit LiPo-Akkus an die Rennstrecke kommt und ihr dort laden wollt, braucht ihr 2 Sachen. Ihr braucht einmal eine LiPo-Ladetasche, das heißt, in diese Tasche wird der LiPo gesteckt, wenn er geladen wird. LiPos ist so ein ganz heikles Thema. Die können bei falscher Handhabung, falscher Lagerung schon mal in Flammen aufgehen. Dort habt ihr vielleicht schon mal ein Video gesehen. Damit das an der Rennstrecke nicht passiert, muss die in einem extra LiPo-Ladetasche geladen werden. Und gelagert, falls ihr mehrere Akkus habt, in einem LiPo-Lade-Safe. Da gibt es verschiedene Stück. Der ist jetzt so ähnlich aufgebaut wie die Tasche. Hier passen noch ein paar mehr Akkus rein. Das habe ich mir geholt. Als Servo habe ich einen günstigen Akku. Der war mal bei einem Set dabei, was ich mir gekauft habe. Der soll 0,17 Sekunden für 60 Grad brauchen. Beim Lenken kommt es an, je schneller die Lenkung ist, desto akkurater könnt ihr fahren. Ein K-Kit 330 Hertz Digital-Servo. Mal gucken, wie der so ist. Ich fange ja erst an. Grundsätzlich sagt man, ein guter Rennservo startet so bei 50 Euro. Theoretisch könnte ich einen Brushless-Motor fahren, bis 17,5. Das ist mir aber am Anfang noch zu schnell. Ich möchte ein bisschen langsamer unterwegs sein. Den Fahrtenregler, den ich habe, der ist ziemlich gut, soll so um die 150 Euro gekostet haben. Ich habe hier fast alles gebraucht gekauft, den habe ich aber günstiger gekriegt. Aktuell werde ich aber Bürstenmotoren fahren. Dort werde ich einen ganz normalen Tamiya TBLE04S Fahrtenregler benutzen. Und an Motoren habe ich hier 2 Stück mal rausgesucht. Ich habe ein Pilot 21 Turn und ein Turbo 19 Turn. Die beiden Motoren gucke ich mir mal an, wie die fahren, wie ich die fahren kann, was da so bei mir an Speed rumkommt. Das sind meine Motoren. Da ich ja, glaube ich, noch nicht so der Schnellste auf dem Platz bin, ist es mir auch egal, ob ich eine Millisekunde, eine Sekunde oder eine Minute raushole, indem ich ein schnelleres Chassis habe, Karosserie habe. Ich möchte anfangen. Ich habe mir hier einen schönen Renntruck geholt. So ein bisschen so ein amerikanischer Pickup, ein bisschen länger. Maßstab 1:10, auch von RC Kleinkram. Der ist eigentlich in einer anderen Klasse, glaube ich, auch zugelassen. Aber ich kann in der BTM alles fahren, was es an Karosserien gibt. Da gibt es keine Einschränkung. Ich habe diese Karosserie gewählt. Die ist ein bisschen höher, als normalerweise Rennkarosserien sind. Aber ich möchte hier eine kleine Kamera in dem Fahrercockpit sozusagen einbauen. Und da finde ich es ganz gut, dass die hier so ein bisschen steilere Scheibe hat, dass ich da ein bisschen näher rankam. Das heißt, wenn ich dann fahre, werde ich euch mitnehmen in den Rennen, in meinen Rennalltag. Und ihr werdet sehen, wie ich versuche, mit diesem Fahrzeug um die Kurven zu kommen. Falls es doch ein bisschen schneller sein sollte. Eine Protoform Turismo Karosserie. Die gab es mal für, ich glaube, 10, 15 Euro im Angebot. Auch bei RCK Kleinkram. RCK Kleinkram. Eine von diesen beiden Karosserien werde ich fahren. Das war's so. Das ist mein aktueller Rennstall, mit dem ich fahren werde. Ich muss das noch zusammenbauen. Und dann geht's an die Rennstrecke, würde ich Ihnen mal sagen. Ich will einmal testen. Ich werde mal gucken, ob ich morgen vielleicht auf dem Schulhof nebenan so ein paar Ovalstrecken fahre, ein bisschen im 8 fahre, damit ich mal so ein bisschen
Rennfeeling reinkriege. Nein, Rennfeeling noch gar nicht. Ich bin noch nie Rundkurs gefahren, das wird spannend. Dort habe ich noch einen Termin jetzt auf der Rennstrecke in Marzahn mit einem Kollegen, der mir da hilft, so ein bisschen den Einstieg in diesen Renngeschehen reinzunehmen. Auch dort werde ich euch mitnehmen. Und dann geht es natürlich auf die Rennstrecke. Ich werde vloggen darüber. Ich werde Inboard-Aufnahmen dabei haben. Natürlich coole Highspeed-Aufnahmen. Vielleicht nicht von meinem Wagen, denn wenn ich selber fahre, kann ich ja nicht filmen. Falls euch das Ganze hier gefallen hat, lasst doch einen Like da. Falls ihr mehr davon sehen wollt, gebt ein Abo. Dann gibt es weitere Videos von mir. Ansonsten, ich habe eine Trinkgeldkasse, wo ihr mir einen Kaffee oder ein Bier ausgeben könnt. Würde mich freuen, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt die auf jeden Fall unten drunter. Ich werde euch zu allem irgendwie was berichten, wenn ich dazu was antworten kann. Ansonsten suche ich die passende Person raus, die für euch eine Antwort hat. Und zwei Sachen habe ich mir noch gekauft zum Trainieren. Ich habe mir bei eBay noch so ein paar Curves gekauft. Das sind so im Endeffekt sowas wie Frisbees, die sehr flach sind. Hiermit kann ich mir einen einfachen Rundkurs auslegen, wo ich auch mit dem Auto drüber fahren kann, ohne dass der Wagen sozusagen springt, sich überschlägt oder ähnliches macht. Das habe ich mir nochmal dazu geholt. Aber sonst im Großen und Ganzen war es das. Damit möchte ich meinen Rennstall unternehmen. Begleitet mich also gerne bei meinem Rennsport-Erfahrungsbereich hier im RC-Bereich. Falls ihr Tipps für mich habt, die natürlich auch gerne unten drunter. Ansonsten sage ich ciao und tschüss. Bis bald, euer Chris.